Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zurück im Redstone Bunker. Im letzten Part habe ich euch vorgestellt, was es alles Neues gibt und wir wollten uns jetzt tatsächlich endlich mal so langsam dem Inventar widmen. Was mir ja wichtig war, ist, dass die Farmsysteme erstmal laufen, dass wirklich klar ist, dass wir ganz klar haben, welches S-Item soll es in der Mensa geben. So, und jetzt die schwierigste Sache ist immer das Anfangen. Wie fange ich an, die Mensa nun zu bauen? Das finde ich sehr schwer. Die Mensa soll eine Art Eingangsbereich haben. Und der Eingangsbereich soll sich nachts schließen. Wäre meine Idee. So, aber wie machen wir das? Das ist eine gute Frage. Es gibt mehrere Überlegungen und Möglichkeiten, wie wir die Mensa gestalten. Wir können hier so eine Art Zaun quasi machen. Ne, so eine Art Eingangsbereich, dass bitte alle Ausgang ist links und rechts quasi Speiseausgabe. Speiseausgabe schließt nachts. Du kannst die Mensa immer betreten, aber die Speiseausgabe hat nur tagsüber offen. Das finde ich gut. Und nachts wird ein neues Gericht zusammengestellt. Das können wir am Ende mit einem einfachen Zufallsgenerator machen. Aber es soll ja noch irgendwie präsentiert werden, welches Essen gerade in der Mensa zur Verfügung steht. Das könnte man meiner Meinung nach auch eventuell sneak irgendwie hier oben machen. Das quasi hier tricht, obwohl, das machen wir schöner. Wir haben ja schon uns geeinigt darauf, dass es zwei Essenssachen gibt. Oh, bin ich denn jetzt wirklich damit zufrieden? Oh, ich weiß es nicht, ob ich damit zufrieden bin. Was könnte man denn noch farmen? Wir können rote Beete dazugeben zum Essen. Wir können auch drei Weizen zum Essen dazugeben. Der Spieler muss sich halt selber was craften, aber es ist auch doof. Rote Beete-Suppe. So eine Art, mach's dir selber. Die Idee ist gut. Die Idee ist super. So eine mach's dir selber, Mensa. Wo quasi man auf den Knopf drückt, man bekommt einen Teller, man bekommt 6-mal rote Beete und sagt, mach dir selber eine rote Beete, mach dir selber einen Borsch. Borsch. Wie heißt die Suppe? Hier in den Piratensprache hat die auch nochmal einen anderen Namen. Soup of Bloody Potato. Bloody Potato. Das finde ich gut. Das wäre eine Möglichkeit, aber nicht für die Mensa. Oder für die Mensa. Man kann so, das ist ja wirklich, man kann ein Tagesmenü machen. Das macht es umso schwerer für mich. Man kann ein Tagesmenü machen und man kann sich selber ein Menü machen. Also man kann sich quasi selber noch was kochen. Also man kann auch quasi das fertige Tagesmenü nehmen. Ja, das finde ich gut. Man kann sich selber noch Brot. Das finde ich gut, finde ich das. Quasi so eine Selbstbedienung und sowas. Saugeil, das gehört hier auf den Tisch. Jetzt haben wir noch Problemchen am Rande. Wie mache ich das denn jetzt? Also Pilzfarm bräuchten wir da noch, ne? Quasi. Man braucht quasi nur einen leeren Teller. Die kann ich stacken. Also sind sie absolut sortierbar. Oh, das ist super! Oh, also, gut. Konzept der Mensa. Es gibt ein festes Essen, welches man sich holen kann, quasi. Aber es gibt auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich selber eben was zu essen machen. Ne? Das ist mal quasi, es gibt so quasi kleine Kochstationen. An den Kochstationen kann man sich selber was zu essen machen. Das ist eine sehr gute Idee. Meine Damen und Herren, das ist eine super Idee. Jetzt machen wir als erstes hier quasi die Präsentation. Die Le Présente, The Essen. Das ist quasi das Menü. Das Menü, die Speisekarte. So, die Speisekarte machen wir hier. Es gibt ja quasi immer das Tagesmenü. Und ich hab schon überlegt, wie man das designen kann. Wo ist sie denn? Ich suche sie. Da ist sie. Die weiße Wolle. Weiße Wolle. Auf weißer Wolle kann man immer schön Essen präsentieren. Und dann haben wir quasi hier Trichter Nummer 1 und Trichter Nummer 2. Und dann halt hier ein bisschen Technik. Technikfragen, The Joecraft fragen, ist ja klar, ne? Den Spruch habe ich nirgendwo geklaut. Oh, das gibt Ärger. Nein, alles gut. So, Credits to Saturn, aber ich mache ja keine Schleichwerbung hier. So, zup, und müsste eigentlich liegen bleiben. Ja, brav, bleibt Item liegen, ist Item ein gutes Item. So, super Item. Und wir brauchen noch Seelaternen. Schön, dass die unter Seelaternen bei der Piratensprache stehen. Das Problem ist, bei der Piratensprache funktioniert die Suche nicht. Hehe, hätte ich dran denken sollen. So, dann quasi die Speisepräsentation, ne?
La Presentazione ist dann quasi, um zu zeigen, was es denn heute Leckeres zum Auswahl gibt. Zur Auswahl gibt. Und das Ganze läuft dann halt durch einen Zufallsgenerator, der legt quasi fest, was es gibt. Also muss auch quasi ein Lager her, so eine Art Warenlager für die Mensa. Auch das muss noch gebaut werden und dann muss die Mensa überhaupt mal gebaut werden. Und in Deutschland ist ja alles rechts herum, alles rechts. In Deutschland ist ja so viel rechts. Und daher geht es quasi rechts herum zu der Speiseausgabe, beziehungsweise, wie wir uns jetzt ja gerade entschlossen haben, was total genial ist, Selbstspeiseanfertigung. Das heißt, man kann quasi seine eigene Speise anlegen, wenn man gezeigt mitgebracht hat, quasi die Do-it-yourself-Kitchen und noch andere Möglichkeiten. So, trotzdem weiß ich immer noch nicht genau, wie ich den Mensaraum baue. Und dann gibt es halt, wie gesagt, klassischen Weg zum Mensaraum. Und der klassische Weg zum Mensaraum führt dann quasi hier runter. Können wir einfach hier machen. Das wird dann auch später der Ausgang sein. Man kann die Mensa auch abends betreten, nur die Speiseausgabe hat halt nur tagsüber geöffnet und nicht nachts. So, die Wände mache ich erstmal ganz kalt hier aus dem Quarzblock. Aber wohl, Quarz finde ich nicht schlecht. Quarz ist ja eigentlich ein schönes Material. Und vor allen Dingen auch hier im Redstone-Bunker kann man wirklich gut mit Quarz bauen. Okay, hier muss... So, hab ein bisschen zu schnell geredet. Auch das passiert mir häufiger. Davon bitte nicht stören lassen. Ja, ist das denn, ist das so eine schöne Idee? Ja, das ist so gar nicht mal so eine üble Idee. Also, hier ist die quasi die Speiseausgabe. Die müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen nett machen. Also mit so zack, zack, zack. Oder lassen wir die offen, weil eigentlich kann der Spieler da nicht drankommen, wenn das so ist. Ja, oder mach mal Barriere. Gib es auf. Give the Joecraft Barrier. Wir können einfach Barriereblöcke hier reinsetzen. Kommt der Spieler da nicht dran und man kann quasi sehen, was es gibt. Also, Tagesmenü. Tagesmenü. Und hier ist dann quasi Tagesmenü. Oh. Und dann machen wir hier Schild. Zum Speisesaal. Tu. 4. Und zur Essens... Nee. Essensausgabe. 1, 2, 3, 4. Klick. Aber dann müssen wir hier oben nicht zur, sondern machen wir einfach Speisesaal. Speisesaal. So. Kehlkopfgesang. Macht doch immer Spaß, ne? Okay. Speisesaal, Essensausgabe. Das gefällt mir ja schon mal gut, soweit vom Design her. Aber jetzt müssen wir nochmal das hier oben in das Design des Bunkers integrieren. Denn hier oben muss ja auch nochmal gleich ein bisschen Technik rein, die dann quasi das Essen einmal in die Vitrine legt. Und die Vitrine muss auch von oben zu sein. Nee, das machen wir mit Seelaternen einfach. Und da die Speisen also so rechts und links runtergefeuert werden, reicht es, wenn wir das so machen. Und die Kolben am besten aus sind. So, sign us, die Kolben. Haben wir hier die Kolben, okay. So, und da wird quasi das Essen präsentiert. Mit anderen Worten, ne? Essen wird quasi hier oben hingeworfen mit dem Spender und daraufhin aktivieren sich dann kurze Zeit später die Kolben und zack, sorgen dafür, dass es einmal runterfällt und dann haben wir nämlich hier wunderschön das Essen. Am coolsten wäre es ja natürlich, wenn man das jetzt noch genau in der Mitte platzieren kann, dass das Essen quasi genau in der Mitte steht, aber das wird, glaube ich, sau schwer. Aber was wir kurz machen können, ist hier die Spender hinzustellen. Also hier kommt ein Spender hin, hier kommt ein Spender hin und wenn die beide aktiviert werden, die Spender, das können wir quasi, das können wir wirklich so machen einfach, ne? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, so die Spender zu aktivieren. So, dann machen wir das noch so und so und so. Schauen, ist der Spaß fertig. Und mal gucken wir mal kurz, machen hier eine Fackel rein und wir machen mal kurz hier ein Holz rein. Und wenn ich den Schalter mal umlege und nochmal umlege, sollten die Sachen spendiert sein. Ja, da liegen sie. Wunderbar. Und das ist quasi das Tagesmenü. Das Ganze müssen wir natürlich später wieder einen Timer und so einbauen, dass sich das resettet nach 12 Minuten, nach 5 Minuten. Dann nehmen wir einfach den Knochentimer, dass quasi dann wieder das Essen neu angezeigt wird. Beziehungsweise, wenn gar kein Spieler mehr in der Mensa ist, auch das müssten wir detektieren. Mit anderen Worten, oh, das wird auch wieder... Ah, da müssen wir noch gucken, wie wir das technisch lösen. Entweder wir machen es wirklich, dass wirklich alle 5 Minuten das hier erneuert wird. Also alle 5 Minuten wird neu angezeigt, was es quasi gibt. Das heißt, dass hier immer die ganze Zeit Items liegen. Aber ob das wirklich so eine kluge Idee ist, weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir gleich gucken, okay? So, das machen wir nämlich wie folgt. Auch das können wir mal eben kurz, das ist auch eine wichtige Technik. Das Problem ist, dass wir wirklich sehr wenig Platz dafür haben. Also machen wir quasi hier das Ende. Nein, irgendwo muss ja auch mal der Speisesaal beginnen. Also das ist quasi so ein Gang, der in den Speisesaal führt.
Ja, gut, viel Technik können wir auch was auf machen. Das machen das mal so, machen hier das Ende. Und einen großen Teil der Technik kann man ja auch in den Untergrund bauen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja eigentlich, Platz sollte im Redstone-Bunker kein Problem sein. Denn wenn ja, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Aber so richtig, haben wir irgendwas so richtig falsch gemacht. Apropos falsch machen, wir müssen auch die Items wieder zurück ins Lager schicken. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Essence-Items, die ausgestellt werden, müssen auch am Ende wieder zurück im Lager ankommen. Und das macht die ganze Sache auch wieder ein bisschen kniffliger, weil wir versuchen wollen, möglichst wenig zu umgehen mit Items. Aber hier müssen, also ich möchte ja möglichst wenig Trichterstraßen verwenden, aber hier müssen wir zwanghaft eine Trichterstraße verwenden, weil wir das ansonsten nicht anders hätten machen können. Also, Trichterstraße, die quasi hier unten hergeht, das wird dann auch später um die Teller und so, das wird alles im Hauptlager des Bunkers eingelagert. Ist jetzt mal so mein Plan. Das heißt, Teller nicht vergessen zurückzugeben, wenn man sich selber was zu essen macht. Und da kann man dann mit rote Beete und so. Außerdem, woher weiß ich, dass ein Spieler nicht 10.000 Mal in die Mensa geht? Obwohl, eigentlich haben wir ja gesagt, man soll hier nicht hungern. In der Mensa kann man sich so viel all you can eat. Das heißt, ihr könnt euch so viel Essen in der Mensa holen, wie ihr nur wollt. Das ist ja die Grundidee. So, Küche. Also im Küchenbereich. Phil, das machen wir nämlich jetzt. Also es muss eine Speiseausgabe geben, wo es das Hauptmenü gibt. Ja, machen wir erstmal die richtigen Planks, okay. Also es muss eine Essenausgabe geben, wo es das Essen gibt. Man kann ja quasi, die Frage ist, bis wohin sind die Items sichtbar? Moment mal. Packen wir ganz kurz hier was rein. Ich will mal ganz kurz wissen, wenn ich jetzt den Knopf drücke, werden ja die Items spendiert. So, zack, zack. Habe ich die Fackel kaputt gemacht? Ah, ich habe die Fackel kaputt gemacht, deshalb nicht. Okay, setzt Fackel. Gar nicht lange rumfackeln, sofort richtig bauen. Machen wir mal kurz hier hin, zack. Und die Fackel so hier hin. Und die Spender. Was mache ich denn jetzt hier? The Jokecraft, not clever. Das war stupid. Arr, das war dumm, würde der Pirat sagen. Also, nochmal kurz Kolben hier reingesetzt und wir spenden dir den Kolben. Von wo kann man die Items sehen? Ich hoffe, dass man sie von hier sehen kann. Ja, kann man. Das war quasi, man muss gar nicht die Mensa betreten. Man sieht, nee, mag ich nicht. Nee, heute schon wieder. Ah, nicht schon wieder. Kartoffeln hier. So in Deutschland immer alle nur Kartoffeln essen hier. Gib mal was Leckeres. Mach schon mal Pommes hier. Na. Ja gut, die guten alten Deutschen. Oh, Kartoffeln. Da war ja noch was. Es ist gerade Abend und unten in der Küche stehen noch ein paar Kartoffeln. Hey, was für ein Zufall. Es gab heute Kartoffeln mit Fisch. Lecker Dorsch mit hausgemachtem Schmand und Dillsoße. Und dazu Kartoffeln. Und davon sind ein paar Kartoffeln mit Salz übergeblieben. Und ich dachte, die nasche ich gleich, wenn ich vielleicht einen Film heute Abend gucke oder so. Hey, Pusteblume. Stattdessen sitze ich am Computer, weil ich so aufgeregt bin und unbedingt für YouTube aufnehmen möchte. Beziehungsweise das, was ich gerade mache, möchte ich gerne aufnehmen. Ich habe vorhin, als ich hier die Farmsysteme und so gebaut habe, habe ich die drei Fragezeichen gehört und dabei das dann gebaut. Ja, in letzter Zeit höre ich schrecklich gerne die drei Fragezeichen und das ist irgendwie, es macht so viel Spaß, die zu hören. Das ist einfach so cool. Wer von euch heute noch so die drei Fragezeichen? Ich bin da wahrscheinlich nicht alleine. Könnt ihr mir denken, dass viele andere Leute auch gerne die drei Fragezeichen hören? So, würde mich sehr interessieren. Als nächstes, könnte man tatsächlich so eine Grenze hier einführen, dass man sagt, man könnte tatsächlich so eine Art Begrenzung einführen, dass man sagt, was sagt man denn? Man sagt Hallo. Nein, dass man sagt quasi, was möchtest du machen? Eigenes Menü oder, dass man quasi sagt, ja, dort, man soll quasi eine Grenze sagen. Entweder das eigene Menü oder das selbstgemachte Menü. So. Was darf's sein? Fragezeichen. Machen wir, was darf's sein? Fragezeichen. Tages, das ist doof. Das müssen wir schön machen. Also man kann das bestimmt schön machen. Erstmal hier, pass mal auf. Das geht ja gar nicht hier. Das ist ja wirklich hier eine Phobie des Designs. Wie ich das hier mache, ein Fauxpas des Designs, ein Problem, was wir uns haben. Es muss ja wirklich nicht so beschönert aussehen. Dämlich aussehen. Das trifft es wohl eher. Machen wir erstmal, wie gesagt, so. Und machen wir nämlich jetzt hier den Select Your Direction.
Bitte wählen Sie einen Weg. Ah, das machen wir anders. Das ist eh so schön. Können wir das nicht eher so machen? Mhm. Ja, dann machen wir hier den Trenner. Genau, dann ist quasi hier der Wegsplitter. So, um ein bisschen Platz zu gewinnen. Jetzt quasi hier, dann haben wir jetzt auch das Problem, dass du nicht die Speiseausgabe hier ist, weil hier ist ja, hier geht ja die Trichterstraße, ja, das wäre sowieso sehr lustig geworden. So, und vergessen, ich habe vergessen, das Design korrekt fortzuführen. Müssen wir einmal so machen. Soll ja alles der Ordnung entsprechen, soll ja alles irgendwie nett und schön aussehen. Was ich mir gerade überlegt habe, ist ja eine Mensa, ne? Also Mensa dürfen ja auch schön gestaltet werden, also warum nicht ein bisschen Gras hier reinbauen? Also warum das nicht ein bisschen nett gestalten, dass wir hier Gras reinsetzen und die Seitenwege der Mensa etwas schöner gestalten. So, und der Zaun quasi ist dann dazu da, um den Spieler korrekt zu lenken. Und der Spieler hat dann mehrere Möglichkeiten, wie er dann gehen kann. Pass auf, hier setzen wir ein bisschen Grünzeugs hin. Das heißt, wir nehmen uns Knochenmehl. Bony. Nein, wir nehmen uns nur Bone Meal. Knochenmehl. Aber das Bone Meal, das kann man auch als Menü anbieten. Meal ist ja Menü auch. Hey, Knochenmehl, das finde ich nice. Nein, finde ich nicht nice. Nicht in der Mensa. Finde ein bisschen doof in der Mensa. Haben wir auch noch hier die Möglichkeit, ein bisschen was hinzusetzen mit so Grünzeugs. Ne? Es gibt ja kein Grünzeugs in der Mensa. Obwohl, es gibt Gemüse. Na gut, es gibt doch schon Grünzeugs zum Essen. Ein bisschen Gras. Machen wir ein bisschen Gras hin. Keine Blumen, nein, nur Gras. Nee, natürlich auch Blumen. Blumen machen wir was Schönes. Muss das jetzt alles hier so karg und öde aussehen? Nein, muss es nicht. Das kann auch viel schöner aussehen. Aber erstmal hier das Design korrigieren. Korrigieren. So. Die Seelaternen platzieren. Meine Idee ist jetzt folgende. Man kann wählen zwischen Tagesmenü. Das heißt, man nimmt entweder das Tagesmenü oder man wählt zwischen selbst machen. Selber essen. Machen. Quasi. So, und da muss ich ja noch eine Tür bauen. Die Mensa soll ja nachts schließen. Auch das ist noch nicht durchdacht. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man die Tür am besten bauen kann. Ja, die Frage ist nur, wie? Wie am besten? Am coolsten wäre es ja, wenn man tatsächlich die ganze Tür im Boden verschwinden lassen kann. Quasi so eine Art Zaun, den man hier herausfahren kann. Ha! Was müsste ich denn dazu machen? Der Zaun müsste erstmal um 3 Blöcke eingefahren werden. Und allein das ist schon fürchterlich. Plus noch die Tatsache, dass hier unsere Trichterstraße entlang geht. Ja, dann Prost Mahlzeit. Trotzdem. Ich will mal eben kurz was versuchen. Das experimentiere ich mal eben kurz herum. So, erstmal gebe ich mir Licht. Effekt, The Joecraft 16999, 250, true. Ich gebe jetzt erstmal ein Licht und jetzt probiere ich mal erstmal was aus. Nee, nicht klappen. Ich weiß auch warum. Meine Idee ist ja, was ja cool wäre, wäre so ein Zaun, aber der sich dann quasi, also das ist quasi zwischen Zaun und, ach, nee. Wie kriege ich denn jetzt eine schöne Tür hier hin? Indem ich eine Tür hier reinsetze. Man könnte wirklich so Doppeltüren hier reinsetzen, die zu sind und sich dann öffnen. Sowas gibt's ja an Mensen. Sowas gibt's wirklich in Mensen. Habt ihr noch nie gesehen? Kerl, blöde Tür. Ah, die will sich da ansetzen. Die Tür ist das Problem. Also diese Doppeltüren habe ich schon mal gesehen irgendwo. Ist ja keine dumme Idee.
Nein, du sollst. So, genau. Ist auch nicht schwer. Und wenn ich die jetzt mal kurz ausmache. Nur mal kurz gucken. Wie das aussieht. So leise. Warum ist es so leise? Okay. So, jetzt sind sie zu. Und dann könnte ich... Oh, das könnte sogar richtig gut aufgehen mit dem Design. Weil wir jetzt dann doch hier zwei Blöcke immer Gras haben. Ich habe es immer so, dass wir zwei Blöcke Grasboden haben. Ne? Seht ihr. Zack, zack, zack. Zwei Blöcke Gras. Blumen können wir nachher noch platzieren. Blumen ist jetzt gerade nicht so wichtig. Erstmal nur ein bisschen normales Gras hier platzieren. Dann können wir doch diesen Teil hier wieder mit Sandstein füllen. Wobei, wir füllen den Teil mit Sandstein. Fill von da bis nach da mit Sandstone. Und hier schnell das Ganze ausfüllen. In diese Grube hier wieder korrigieren. Machen das doch mit den Türen. Ich finde das doch nicht so übel mit den Türen. Finde ich nicht schlecht. Man muss sich dran gewöhnen. Ist was anderes. Ist jetzt nicht das 0815 Design. Aber wir können ja alles machen. Es ist ja unsere Freiheit, die wir hier haben in Minecraft. Keiner sagt ja irgendwie, du darfst da keine Türen sein. Das sieht ja blöd aus, wenn du nur so eine normale Tür dorthin stellst in den Weg. Nö, muss nicht blöd aussehen. Kann gut aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn die Tür auf ist. Quasi so einen doppelten Eingang für die Mensa. Ich meine, das reicht. Das reicht völlig aus. Ne? Essenausgabe. Machen wir mal hier so. Machen wir mal so. Hinweis. Nachts findet keine Speiseausgabe. Nachts findet keine... Passt natürlich nicht. Nachts gibt es keine Hinweis. Nachts findet keine Speiseausgabe statt. Punkt. Sieht doof aus. Hinweis, Doppelpunkt, Speiseausgabe. Boah, das ist ein fürchterliches Wort. Speiseausgabe nur am Tag. Nur tagsüber. Tagsüber. Schön. Ach, da spricht ja schon wieder der blöde Perfektionist in mir. Also, Speiseausgabe nur tagsüber. Punkt. So sieht das Schild doch schöner aus. Viel schöner sieht das Schild so aus. Da haben wir nämlich das so und so. Nein, das machen wir nicht. Sehr doof aus. Und wie sieht es aus, wenn die Türen zu sind? Zack, so sind die Türen zu. Ah, jetzt habe ich die Türen falsch herum platziert. Ah, es kann doch nie wahr sein. Ich möchte sie gerne so haben, die Türen. So, so. Ha! Das war jetzt ein Zufall, dass sie richtig platziert sind. Aber egal, sieht schön aus. Weil so gefällt mir das um einiges lieber. Es wird eigentlich nicht viel passieren. Es gehen eigentlich nur die Türen zu. So. Die Türen gehen einfach nur nachts zu. Fertig. Mehr nicht. Mehr ist es nicht. Und das System hier schaltet sich aus. Das Ding hier braucht noch An- und Ausschalter quasi. Ah, das müsste man nochmal. Das muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das am besten mache. So. Ist das denn so akzeptabel? Ja. Und damit ist der Part zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, Leute.